Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Langsam hat der Fasching und Karnevalswahn in Deutschland ein Ende gefunden. Und wie ist die Bilanz? Ich präsentiere euch heute einen Fall in Speyer, wo es zu einer ganz besonderen Faschings-Karnevalsparty bei der katholischen Jugend gekommen ist. Das war in Rheinland-Pfalz. Und wenn ihr euch wundert, was könnte denn dort vorgefallen sein? Also, im Jugendkeller St. Josef Speyer gab es eine Faschingsparty für Jugendliche und Leute ab 14 Jahre. Eigentlich müsste man ja denken, der Ort wäre ein geschützter Ort, wo man als Frau ohne Probleme einen schönen Abend verbringen kann. Das dachte auch ein 15-jähriges Mädchen. Diese wurde offenbar Opfer einer, Gruppenbereicherung, wie sie im Buche steht. Wir haben drei Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 15 und 19 Jahren, die sich an der 15-Jährigen bereichert haben sollen. Diese kulturelle Bereicherung stand natürlich ganz unter dem Stern ein christliches Miteinander, was man halt in einer katholischen Jugendgemeinde so macht. Ich hoffe, dieser Fall wird vernünftig aufgearbeitet. Ihr glaubt ja wahrscheinlich, wer die Täter sind. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar dazu verfassen und mal gucken, ob ihr recht habt. Die 15-jährige Dame wurde übrigens ärztlich untersucht, konnte aber noch keine Vernehmung bei der Polizei abgeben. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um junge Männer, das war ja abzusehen. Und der 19-Jährige ist deutsch-kroatischer Abstammung und die beiden heranwachsenden 15-Jährigen sind Syrer. Halt, stopp! Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir diese heranwachsenden minderjährigen Syrer, die wahrscheinlich am 1.1. Geburtstag haben, die sich mit einem 19-jährigen Kroaten scheinbar so gut verstehen, dass es da möglicherweise nicht ganz mit dem korrekten Alter zu tun haben könnte? Also, ich weiß ja nicht, wie oft ihr mit 15 Jahren damals etwas mit 19-Jährigen gemacht habt. Oder besser andersrum, wie oft habt ihr mit 19 etwas mit 15-Jährigen gemacht? Also, da gibt es ja gewisse Unterschiede, die in der Sozialisierung und im Erwachsenwerden durchlaufen werden. Und da könnte es ja möglicherweise sein, dass die nicht wirklich 15 sind, sondern vielleicht 17, 18, 19, vielleicht auch 20, 21, 22. Man weiß es nicht. Hier in Deutschland kann man sich ja sein Geburtsdatum aussuchen, wenn man keine Papiere hat. Und dann ist man natürlich liebend gerne minderjährig. Da hat man einfach die allermeisten Rechte. Ich hoffe wirklich, dass es dem 15-jährigen Mädchen besser geht und sie diesen schlimmen Vorfall gemeinsam mit der Familie durchstehen kann und sie nicht auf ewig ein absolutes Trauma hat, wenn es um Fasching und Partys geht. Sie wird definitiv nicht ungezeichnet durch diesen Vorfall ihr Leben fortsetzen. Sie wird definitiv mental einiges davontragen und wir können nur hoffen, dass es nicht zu heftig ist. Das Leben dieser jungen Frau hat sich in dieser Nacht dramatisch verändert. Und wie ihr wisst, bei den anderen, ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Also, meine Lieben, wir brauchen definitiv wieder eine Demo gegen rechts. Campino, wie sieht's bei dir aus? Hier, dein Fanclub. Das, was wir brauchen, ist definitiv die Lichterkette gegen rechts. Ein Konzert von Campino. Das wird die Situation deutlich verbessern. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Es ist traurig, aber das ist das Deutschland, in dem wir mittlerweile leben. Ich will nicht wissen, wie viel bei Karneval noch passiert ist, was erst in ein paar Tagen rauskommt. Ich werde darüber berichten. Möchtest du kein Video mehr verpassen? Lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviere die Glocke, kommentiere, like und ganz, ganz wichtig, teile das Video mit anderen Menschen. Es gibt so viele Leute, die nicht wahrhaben wollen,
was in Deutschland abgeht. Die sagen, das sind alles immer nur Einzelfälle. Und ja, die Einzelfälle häufen sich. Und ich erkenne ein Muster. Zudem möchte ich aber auch noch eine Sache hier richtig stellen. Und zwar, ich habe ja 2 Videos über Bereicherungen in Regensburg gedreht, laut Medienberichten. Und die 27-Jährige, die in Regensburg angeblich Opfer einer Bereicherung geworden ist, wo die Täter arabisch aussahen, das hat sich im Nachhinein herausgestellt. Oh nein, die pure Erfindung. Ich muss Sie enttäuschen. Frei erfunden. Dass das frei erfunden war. Da haben uns die Medien aber ganz schön aufs Glatteis geführt. Das muss ich hier gerade rücken. So etwas kommt vor. So etwas macht die Situation vor Ort aber leider kein Stückchen besser. Oder glaubt ihr, dass es der 15-Jährigen oder der 29-Jährigen in Regensburg jetzt dadurch irgendwie besser geht? Es wird übrigens gegen die 27-jährige Frau ermittelt und wer sich mit so etwas einen Spaß erlaubt, der soll seine gerechte Strafe bekommen. Und ich hoffe, jeder von euch möchte einfach nur in Frieden und ohne Angst in Deutschland leben können. Das geht nur gemeinsam, indem man vernünftige Regeln festsetzt und geltendes Gesetz durchsetzt. Remigration von Menschen, die nicht in Deutschland sein dürfen. Abgelehnte Asylbewerber, straffällig gewordene Flüchtlinge. In Deutschland darf es keine Toleranz geben für Menschen, die schutzsuchend sind, aber gewalttätig werden. Solltest du meinen Kanal und meine Arbeit finanziell unterstützen wollen, kannst du gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Das würde mir sehr helfen und mir zeigen, dass du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Das natürlich nur, wenn du es dir finanziell erlauben kannst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.